Die Gnade des Herrn Jesus, der für uns Mensch geworden ist, gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, sei mit euch. Amen. Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne, Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unsere Last, uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns stehen. Allmächtiger Gott, wir glauben und bekennen, dass du deinen Sohn als Ersten von den Toten auferweckt hast. Stärke unsere Hoffnung, dass auch unsere Brüder und Schwestern auferwecken wird zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesen wir aus dem Brief an die Römer. Wisst ihr nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters und den Toten auferweckt wurde, auch wir in dieser neuen Wirklichkeit leben. Sind wir um den Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch in ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr steht. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Wort des lebendigen Gottes. Das sei Gott. Aber auch jetzt weiß ich, alles, was du von Gott erbittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Evangelika Dichta der Ante Nostra. Jetzt, wo sich ein Jahr langsam wieder seinem Ende nähert, wenn die Tage zusehends kürzer werden und sich der Winter durch Nebelschwaden und kalter Regen ankündigt, begehen wir nach althergebrauchtem Glauben am 1. und 2. November das Fest aller Heiligen und aller Seelen. Für diese zwei Tage, wo wir all unseren Toten gedenken, haben wir jedes Jahr schon Tage zuvor die durch den ganzen Sommer liebevoll gepflegten Blumen ausgesucht, um damit die Gräber unserer lieben Toten zu schmücken. Heute sieht es natürlich anders aus. Doch wir haben und werden unsere Toten nicht vergessen. Wir gedenken in Ehrfurcht, Dankbarkeit und Liebe unserer Toten, der Gefallenen der beiden Weltkriege, der Opfer der Russlandverschleppten, sowie all unserer Toten in der Heimat und der verstorbenen Landsleute in aller Welt. Viele der unseren würden vielleicht gerne heute an den Gräbern ihrer Verstorbenen auf den alten Heimatfriedhöfen verweilen. Aber wo einst die Gräber alle mit schönen Blumen geschmückt waren, wo sie feierlich im Glanz der Kerzenlichter erstrahlten und der ganze Friedhof ein einziges Lichtermeer war, da wird heute noch selten ein geschmücktes Grab zu finden sein. Nur hier und da wird ein Lichtlein brennen. Und es ist so, wie aus folgendem Gedicht zu ersehen ist. Wo einst die Liebe Blumen pflanzte, ist heut viel harter Stein. Es soll den Lieben in der Erde ein letzter Schutzschild sein. Nur selten falten Hände sich in Trauer zum Gebet. Nur selten noch ein feuchter Blick dorthin zum Himmel strebt. Der Friedhof wirkt so kalt und fremd, er wirkt verlassen, leer. So manchem toten Mütterlein bringt keiner Blumen mehr. Mögen all unsere lieben Toten, wo immer sie auch begraben sind, ihren Frieden und ewige Ruhe finden. Wir möchten nun die Gedenkstunde für all unsere Gefallenen der beiden Weltkriege sowie der Verstorbenen in Russland beginnen. Im Weizenfeld und Roter Mond liegt ein Soldat unaufgefunden. Zwei Tage und zwei Nächte schon, mit schweren Wunden unverbunden. Von Durst gequält und fieberwild, im Todeskampf das Haupt erhoben. Ein letzter Traum, ein letztes Bild, sein brechend Auge schlägt nach oben. Die Sense rauscht im Ehrenfeld, er sieht sein Dorf im Arbeitsfrieden. Ade, ade, du Heimatwelt, sein Herz steht still, er ist verschieden. Thank you.
heute am Kriegerdenkmal gewesen. Ein großer Stein mit vielen Namen. Unseren Gefallenen haben wir gelesen. Wir kannten so viele, die Tränen sie kamen. Wir haben 5 Jahrzehnte zurückgedacht. Viele waren blutjung und froh. Da kam dieser Krieg wie ein Blitz über Nacht. Was konnte man tun? Es war eben so. Man nahm dann die Männer, die Väter den Kindern. Es wurde keiner gefragt, ob er will oder nicht. Niemand war da, unseren Kummer zu lindern. Man predigte ihnen, das sei unsere Pflicht. Viele sind nicht mehr zurückgekehrt, gefallen als Helden fürs Vaterland. Manch einer wurde dann später geehrt. Doch wo ist sein Grab? Das ist niemand bekannt. Drum wollen wir diese Feier als Mahnmal wir werden. Dieses traurige Sterben, ich sehe keinen Sinn. Ich wünsche allen Menschen den Frieden auf Erden und nie wieder Krieg bis zur Ewigkeit hin. Die Erfüllung seiner Staatspflichten galt den Banater Schwaben als etwas Selbstverständliches. Immer war seine Einstellung zur Militärpflicht ohne jeden Vorbehalt. Sie abgeschlossen zu haben, wurde als ein Teil männlicher Ertüchtigung bewertet, wie es denn auch allgemein in den Dörfern hieß, dass wer ein Mann sein wolle, Soldat gewesen sein müsse. Die große Stunde der Bewährung, auch wenn sie zu ihrem Untergang führte, war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wie an den Fronten das Sterben vergeblich war, so waren auch alle Opfer und Entbehrungen der Zivilbevölkerung vergeblich dargebracht. Und es war ein großes Sterben. Täglich fielen vor dem Feind oder erlagen ihre Verwundungen bei 6.000 Menschen. Weit über 10.000 wurden sie Invaliden und fast 5.000 gerieten Tag für Tag in Gefangenschaft. Als die letzten Schüsse gefallen waren und es stille an den Fronten wurde, da hörte die Welt das Klagen der Kinder, da sah die Welt die Tränen der Mütter und erzählte die Welt die Opfer. 9 Millionen Gefallene und Gestorbene, 7 Millionen Gefangene und Vermisste und 21 Millionen Verwundete. Auch unser Blumenthal blieb dabei nicht verschont. 188 Männer in den besten Jahren mussten hinaus in das Feld. 37 kehrten nie wieder zurück, das sind 20%. Also jeder Fünfte blieb draußen. Zünden wir heute für alle gemeinsam eine Kerze an. Sie möge das Licht hinaustragen in die ganze Welt und auf jedes Grab dieser Gefallenen, wo immer es sein mag, einen Schein hinabsenden, um zu beweisen, dass wir sie nicht vergessen haben. Ein seliger Friede, die Heimat und Licht, in Fern der Stille, Nacht.
zuordnen. Man begann zu schaffen und zu feiern. Eine neue Generation wuchs heran. Alles gedeihte und blühte. Niemand dachte an einen neuen Weltkrieg. Doch das Schicksal ist und bleibt hart. Es schlug wieder einmal zu und diesmal noch härter. Der Zweite Weltkrieg war ausgebrochen. Und damit mussten wieder 149 junge Männer unser schönes Blumenthal verlassen. Und wieder blieben die Frauen, die Kinder, die Eltern alleine. Und wieder begann ein Warten und Warten. Doch viele warteten vergebens. Das Schicksal war noch grausamer als im Ersten Weltkrieg. 52 Tote und Vermisste, das sind 35% aller, die auszogen. Wo sind ihre Gräber? Viele sind bekannt, doch viele auch unbekannt. Keine Blumen, keine Kerzen werden sie heute schmücken. Doch wir wollen ihrer gedenken und für jeden Einzelnen hier eine Kerze anzünden. Möge es eine Mahnung sein, dass so etwas nie wieder passiert. Sie tarbten und starben in fremdem Land, für uns, die sie geliebt und gekannt. Und haben sie auch kein Grab, kein Kreuz und keinen Stein, so leuchtet ihnen immer Sonne und Mondesschein. Sie sind ohne Lichter, Blumen und Kranz, doch sie wissen, wir haben sie nicht vergessen ganz. Sie bitten, wo ihr an Gräber vorübergeht, sprechet auch für uns ein stilles Gebet. Wir flehen zu Gott und rufen ihm zu, gib ihnen, o Herr, die ewige Ruhe. Jakob,
Hollinger Anton, Imhoff Anton, Imhoff Josef, Jäger Augustin, Jäger Josef, Jäger Nikolaus, Knapp Martin, Knebel Johann, Langer Josef, Mildenberger Christian, Müller Josef, Müller Ignaz, Pelzer Josef, Pinkert Franz, Prinz Anton, Prinz Josef, Prinz Nikolaus, Reiser Ludwig, Rollinger Peter, Rupert Franz, Schiller Josef, Schiller Georg, Schmitzer Anton, Schmitzer Ignaz, Schöffler Franz, Schöffler Josef, Schramm Fidel, Schramm Georg, Stengel Anton, Stengel Georg, Stengel Josef, Stengel Paul, Herr Peter, Unterweger Peter, Weiß Anton, Wilder Ludwig, Zeff Fidel und Zeff Johann. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gütiger Gott, dein Sohn hat sich im Leiden erniedrigt und dadurch die gefallene Welt wieder aufgerichtet. Er hat den Tod überwunden und uns den Zugang zum Leben geöffnet. Schenke uns mit allen Verstorbenen die Freude, dich zu lieben und zu loben in Ewigkeit, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Er gibt ihnen die ewige Ruhe. Lass sie dir nicht leuchten. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Weihnachten 1944. Trostlose war am Ende gewesen. Weder vorher noch nachher. Bald nach Weihnachten geisterte eine schreckliche Kunde einher. Verschleppung nach Russland. Dort mittlerweile hatte man das Weinen verlernt. Die Herzen waren versteinert vor Leid und Kummer. Die Unruhe wuchs aber von Tag zu Tag, als im Dezember und Anfang Januar 1945 aus Jugoslawien und Ungarn kommende Güterzüge mit volksdeutschen Deportierten durch Rumänien fuhren. Über das Reiseziel konnte es kein Zweifel geben. Am 14. Januar war es dann soweit. Was sich beim Abschied auf den Dörfern abspielte, lässt sich nicht beschreiben. Es ist nicht in Worte zu fassen. Das Reiseziel, bisher niemals gekannt, war jetzt allen klar. Die meisten der Deportierten kamen in die... Oh.
Angehörigen und Mangel an Informationen von zu Hause. Die große Masse der Deportierten wurde 1949 entlassen. Im Endergebnis fanden etwa 11.000 Menschen den Tod. Das sind 15% aller Deportierten. Unser Blumenthal blieb wieder nicht verschont. 182 Männer und Frauen in den besten Jahren mussten weg. Der 15. und 16. Januar werden wahrscheinlich die schlimmsten Tage in der Geschichte Blumenthals bleiben. Blieben früher Mütter mit Kindern zurück, so blieb jetzt so manches Kind ohne Eltern zurück. So manche Großeltern oder Verwandte mussten an die Stelle der Eltern treten. Doch auch hier kehrten nicht mehr alle zurück. So manchen deckt die kühle Erde Russlands zu. Kein Hügel und kein Kreuz zeigt uns die Stelle, wo sie ruhen. Wir wollen und dürfen sie nicht vergessen, jene 12 Männer und 8 Frauen, die ihr junges Leben fern der Heimat verloren. Zünden wir auch für sie, für jeden eine Kerze an. Gedenken wir allen, die aus Blumenthal fortzogen oder ziehen mussten und nie wieder zurückkehrten. Altenbach Anton. Bommanns Elisabetha. Breitenbach Peter, Bühn Jakob, Frank Johann, Heckmiller Elisabetha, Kastel Peter, Langert Anna, Lennart Rosalia, Müller Fiedel, Pelzer Sebastian, Schiller Nikolaus, Schulz Rosalia, Schummer Andreas, Schweifler Katharina, Seiler Margareta, Stengel Anton, Waldmann Franz, Zeitvogel Margareta und Zuber Heinrich. Nicht und trage.
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelernt hat. Vater unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, gläubig bekennen wir, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Und bitten dich, lass uns mit unseren verstorbenen Brüdern und Schwestern in Seligkeit auferstehen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vergib ihnen die ewige Ruhe. Lass sie ewig in Frieden. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Gedenken wir nun nochmals all unsere Toten, die auf dem Blumenthaler Friedhof ruhen. Doch auch all jenen, die schon in der neuen Heimat verstorben sind. Für alle gemeinsam wollen wir nun die letzte Kerze anzünden. Mögen sie ruhen in Frieden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Herr unser Gott, du bist allen nahe, die zu dir rufen. Auch wir rufen zu dir aus Not und Leid. Lass uns nicht versinken in Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern tröste uns durch deine Gegenwart. Gib uns die Kraft deiner Liebe,
die stärker ist als der Tod. Mit unserem Verstorbenen führe auch uns zum neuen und ewigen Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Herr, unser Gott, schau gütig auf unsere Gabe, nimm deine Diener und Dienerinnen auf in die Herrlichkeit deines Sohnes, mit dem auch wir durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt und niemand kann ihm entrinnen. Doch deine Liebe hat die Macht des Todes gebrochen und uns gerettet durch den Sieg unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus der Vergänglichkeit hinüberführt in das ewige Leben. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, der allen Mächte und Gewalten, erfüllt sich Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist und diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut. Dein Sohn, unseres Herrn Jesus Christus, den am Abend an dem er ausgeliefert wurde, und ich auf freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seine Jünger und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde, tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, der verkünden wird, deine Auferstehung preisen wird, bis zu uns in Herrlichkeit. Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Herr unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Kirchenchor, der uns die ganzen Tage hindurch so schön begleitet hat. Danken wollen wir auch allen unseren Landsleuten, die hier in Blumenthal noch leben, für den schönen Empfang, den sie uns bereitet haben, für die ganzen Tage, die sie uns beköstigt haben, für den Friedhof, für das Kriegerdenkmal, für die Kapelle, dass sie alles so schön hergerichtet haben. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum heutigen Tag.
In den frühen Abendstunden läuten Glocken immer zu. Für die Toten in der Heimat, die da fanden, letzte Ruhe. Viele, viele Blumen schmücken jedes Grab und jede Gruft. Tausende von Chrysanthemen spenden ihren herben Duft. Leute gehen, Leute kommen zu der letzten Ruhestätte ihrer Eltern, ihrer Kinder, sprechen leise ein Gebet. Sie gedenken auch der Opfer von Verschleppung, Krieg und Flucht. Manche Mutter in Gedanken, Gräber der Vermissten sucht. Viele Kerzenlichter brennen auf den Gräber ringsumher, zum Gedenken aller Toten wie ein helles Lichtermeer. Schon nach Stunden ist erloschen auch das letzte Kerzenlicht. Unsere Toten ruhen in Frieden, wir vergessen ihrer nicht. Thank you.
Maria, die Botschaft. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach, ich bin die Magd des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Das Wort ist Fleisch geworden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, die Wand verstorben, die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz kurz noch möchte ich mitteilen, wie es war jetzt weiter abläuft. Marie Blum, 8 Uhr ist nochmal ein Requiem bei der Helferkirche. Nur am Requiem, wer sein Kupfer will mitbringen, kann das schon gleich mitbringen. Nur am Requiem geht jeder home, bringt die Kupfer. Da drüben beim Schlösserseppich steht der Autobus. Und wir möchten noch so mal Viertel 10 spätestens 9:30 wegfahren. Also soll sich jeder so darauf hinstellen, weil bis wir die Kupfer hingeladen haben, sagt man, geht auch eine Weile. Also nicht, dass dann noch eine Stunde bleiben, wo wir sind. Ich meine, es war jetzt 4 Tage, die Leute werden satt sind. Wahrscheinlich sind froh, wenn sie uns draußen sind. Kann ja sein. In Temeswar fahren wir ans Kontinental. Wenn es geht, wenn nicht, ziehen wir ja, wo wir stehen bleiben. Und dann ist jeder frei zur eigenen Verfügung. Manche Leute haben gar nichts mehr vor, manche haben noch viel vor. Wir will aber versuchen, dass wir um 2:30 beieinander sind. Und dann, wenn es möglich ist, wegfahren, aber spätestens 3 will man wegfahren. Dass man am Samstagnachmittag um 2, 3, 4, wahrscheinlich wird es jetzt auch viel schlimmer mit dem Verkehr, weil es hoffentlich nicht da oben sind. Dort hinten beim Ausgang an der Kirche auf der Bank heilige Bilder, Postkarten,
Blumenthaler und noch da bleiben, oder wer noch will, kann sich da hinholen. Die sind alle paar mitholen, also da brauche ich nicht genieren, jeder kann mitholen, aber es sind vier da, jeder kann sich holen von da. Das sind Karten von einem Kloster von draußen, wo gespendet sind, wo die ganzen Kerzen daher sind und Sachen von der Kirche. Also jeder darf sich da bedienen.